Hallo allerseits. Wir haben eine neue Elfenkampagne und sie heißt die Sternenträgerkampagne. Und deswegen dachte ich mir, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, mal zu erzählen, wer die Sternenträger eigentlich sind oder waren. Dieses Video ist insbesondere für solche, die die Kampagne leiten wollen und vielleicht nicht Zugriff auf den ganzen alten DSA-4-Kram haben. Für Spieler ist sie eher bedingt geeignet, weil eigentlich ist das Ganze ein einziger Spoiler. Die Geschichte der Sternenträger umfasst im Grunde genommen die ganze Frühgeschichte der Elfen. Das heißt, ihr solltet ein wenig Zeit mitbringen, denn das Ganze könnte ein bisschen länger dauern. Zunächst einmal möchte ich ein paar begriffliche Unterscheidungen treffen. Denn als ich angefangen habe, die Simyala-Kampagne zu leiten, war mir das teilweise noch nicht so ganz klar und deswegen denke ich, dass das auch für andere hilfreich sein könnte. Also, zunächst einmal Elfen im Allgemeinen bezeichnen sich selbst als Fey, im Plural Feyje, denn dieses angehängte Apostroph E ist im Istira die Pluralbildung. Das heißt, Fey sind prinzipiell alle Elfen. Die ursprünglichen Elfen, die aus dem Licht kamen, beziehungsweise das Licht nie verlassen haben, bezeichnet man als Shi, nach der Lichtwelt Shia. Und die Lichtelfen, die tatsächlich in DSA in Erscheinung treten, das sind diejenigen, die nicht im Licht geblieben sind, sondern die schon irgendwie mit der Welt in Kontakt getreten sind, aber eben nie ganz ins Sein eingetreten. Diese Kreaturen sind vom Machtniveau her fast den Göttern vergleichbar, ungefähr auf Halbgötterniveau. Sie sind Freizauberer und sie haben gegenüber den richtigen Göttern einen entscheidenden Vorteil, nämlich, dass sie nicht an das Gesetz von Ka gebunden sind. Das heißt, sie können in mancher Hinsicht mehr Einfluss auf die Welt nehmen als die Götter selbst, weil sie eben nicht durch das Gesetz von Ka reglementiert sind. Zu diesen Lichtelfen zählen zum Beispiel Madaya, Dagal der Wahnsinnige, Alfadriels Fernsang, Artaba Friedenslied und Niam Goldhaar. Ein Sonderfall der Lichtelfen sind die sogenannten Holden. Holden sind Lichtelfen, die sich in Feenglobulen eingenistet haben. Das heißt, sie sind nicht Teil von Dere, aber sie sind eben auch nicht mehr in der Lichtwelt. Das heißt, sie sind irgendwie so dazwischen. Ein Beispiel dafür ist Ulfindel, die in der Simyala-Kampagne vorkommt und die dem Haus Falkenwind aus dem Reichsforst verbunden ist. Die Lichtelfen, die dann tatsächlich ins Sein eingetreten sind, also den ersten Schritt auf dem Weg zum Badok getan haben, wurden dann die sogenannten Astar, wie man sie später nannte, die alten Elfen. Und aus diesen Astar gingen dann die Fenwar hervor, die Hochelfen. Und das ist vielleicht ein bisschen irritierend. Viele von den Astar nannten sich dann nach ihren Kindern später auch Fenwar, sodass im Endeffekt nur noch sehr wenige Astar übrig waren, die wenigen, die eben keine Kinder hatten und sich nicht mit diesem ganzen Hochelfending identifizieren konnten. Gut, ich denke, damit hätten wir unsere grundsätzlichen Begriffe und beginnen mit den Sternenträgern. Die Geschichte der Elfen und auch der Sternenträger begann mit Simia. Denn bevor Simia aus dem Licht trat, kannten die Elfen weder Raum noch Zeit. Denn in der Lichtwelt gab es so etwas nicht. Man kann sich die Lichtwelt so ähnlich wie eine Globule denken. Und manchmal wird sie auch als solche beschrieben. Aber was sie genau ist, das lassen die DSA-Publikationen gerne im Unklaren. Und ich denke, das ist auch okay so. Simia verließ die Lichtwelt gemeinsam mit seinem geliebten Aldarin,
den er überredet hatte, mit ihm zu kommen. Danach befanden sie sich erst einmal in Madayas Traum. Denn Simia wurde zwar berühmt dafür, aus dem Licht getreten zu sein, aber Simia war nicht der Erste, der das getan hatte. Vor ihm kam allermindestens die Lichtelfe Madaya. Madaya allerdings erkannte gleich nachdem sie aus dem Licht getreten war, dass das ein schrecklicher Fehler gewesen war. Und deswegen erschuf sie Madayas Traum. Einen Nichtort zwischen Dere und der Lichtwelt, an dem die Wirklichkeit keine Macht besitzt. Man besucht Madayas Traum in der Simyala-Kampagne und etwas weniger ausführlich auch in der Sternenträger-Kampagne, weswegen ich es empfehlen würde, wenn man die Möglichkeit hat, einen Blick in das zweite Abenteuer der Simyala-Kampagne, Stein der Mara, zu werfen, um Madayas Traum darzustellen. Hier an dieser Stelle nur ganz kurz. Madayas Traum ist, wie die Elfen sagen, wirklicher als die Wirklichkeit, denn seine enorme Realitätsdichte erlaubt es, auch Spielercharakteren, quasi freizauberisch Wirklichkeit zu gestalten. Madaya kann mit der Mondgöttin Mada gleichgesetzt werden, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, die ganzen Geschichten über Mada und Madaya, auch Madalia, in Einklang zu bringen. Darum geht es unter anderem im zweiten Abenteuer der Simyala-Kampagne. Ein ähnliches Problem hat man mit Simia. Denn wie in Madayas Fall gibt es ja auch zu Simia eine göttliche oder wenigstens halbgöttliche Entität. Die Historia Aventurica erklärt die Verbindung des Elfen Simia mit der Göttin Simia dadurch, dass die Macht der Göttin in den Salamandersteinen besonders stark ist und der Elf, nachdem er aus dem Licht getreten war, den Namen in seinem Kopf hörte und deswegen auf die Idee kam, sich selbst diesen Namen zu geben. Genauso gut kann man aber davon ausgehen, dass der Lichtelf und die Göttin ein und dieselbe Entität sind. Denn Simia wäre nicht der einzige Lichtelf, der als Gott gilt, was sich über die Magierphilosophie auch leicht erklären lässt. Denn nach der Magierphilosophie muss ein Wesen ja nur mächtig genug werden, um in den Rang einer Gottheit aufzusteigen. Fest steht jedenfalls, dass Simia, der aus dem Licht trat, viele Eigenschaften hat, die der Tochter von Zar und Ingerim wohlgefällig sind. Allen voran Kreativität und Neugier. Diese Neugier trieb Simia immer wieder fort vom Licht und von seinem Geliebten, bis er schließlich auf seinen Streifzügen die Grenze zwischen Madayas Traum und der Wirklichkeit überschritt. Damit wurde er selbst wirklich und trat tatsächlich ins Sein ein. Er erkundete seine neue Umgebung und machte dabei einige Bekanntschaften, ehe er in Madayas Traum zurückkehrte, um die Elfen, die dort lebten, zu überreden, mit ihm zu kommen. Einige Elfen zeigten daran auch Interesse, aber Simia nahm nicht einfach jeden mit, sondern er nahm nur jene mit, die später als die Sternenträger bekannt wurden. All diese Elfen trugen auf der Schulter ein silbernes, fünfstrahliges Mal, das auch als die Hand Simias bekannt ist. Denn Simia legte jenen, die er mitnehmen wollte, die Hand auf die Schulter und erwählte sie auf diese Weise. Das Sternenmal wäre demnach der Handabdruck Simias, mit dem Simia sein Gefolge gekennzeichnet hätte. Ich erzähle euch das, weil ich diese Darstellung sehr poetisch finde und ich auch finde, dass man sie in-game gut verwenden kann. Es gibt aber leider einen entscheidenden Punkt, der gegen diese Theorie spricht. Simia war nämlich selber auch ein Träger des Sternenmals. Im Roman Lemiran heißt es, er, also Simia, berührte ihn an der Schulter und sprach: Sehet Lemiran, der das Sternenmal auf seiner Schulter trägt. Ein Erwählter ist er unter den Elfen.
und erwählt ist die Kraft seines Leibes, die uns vor Unheil bewahren wird. Das Sternenmal ist also einerseits ein Zeichen der Auserwähltheit, andererseits auch ein Zeichen von besonderen Fähigkeiten. Im Fall von Lemiran, seiner Kraft und seines Ehrgeizes. Es gibt Spekulationen, das Sternenmal wäre ein Zeichen des Segens von Nandus, aber mich überzeugt das nicht so 100%, weil Nandus sonst eigentlich herzlich wenig mit den Elfen zu tun hat. Es gibt auch die Theorie, dass es ein Zeichen des Segens von Madaya bzw. Mada wäre. Das klingt schon ein bisschen plausibler, aber ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht erfahren wir darüber ja in der neuen Kampagne mehr. Halten wir für den Moment einfach mal fest, dass Träger des Sternenmals irgendwie besonders sind. Simia wählte 8x8 Sternenträger aus, die ihn begleiten sollten. Im Fedari, dem magischen Geschichtsbuch der Elfen, heißt es nie 64, also hat dieses 8x8 wohl irgendeine zahlenmystische Bedeutung. Elfen, die mitkommen wollten, aber keine Träger des Sternenmals waren, wies Simia zurück. Diese Elfen verließen Madayas Traum erst deutlich später auf eigene Faust und wurden die Vorfahren der Waldelfen, die sich zum Schutz von Madayas Traum in den Salamandersteinen ansiedelten. Es gab jedoch einen Sternenträger, der nicht mitkommen wollte. Und das war ausgerechnet Simias Geliebter Aldarin. Genau wie zu Lemiran gibt es auch zu Aldarin einen ganzen Roman, der durchaus lesenswert ist, wenn man den Stil mag, der recht deutlich an die Bibel angelehnt ist. Aldarin liebte Simia, aber er wollte dem Licht nicht den Rücken kehren, deswegen weigerte er sich erst, Simia zu begleiten. Aber irgendwann, nachdem Simia und sein Gefolge Madayas Traum längst verlassen hatten, folgte er ihm doch. Er fand die Spuren, die Simias Sternenträger in der Wirklichkeit hinterlassen hatten, doch bevor er sie einholen konnte, stieß er auf die Leiche von Nuriel mit dem Sternenmal. Nuriel ist selber keine so wahnsinnig bedeutende Figur, aber sie war eine enge Freundin von Aldarin und Simia. Und sie war die erste Elfe, die in der Wirklichkeit starb. Und zwar durch den Speer eines Orks, eines Fialgra, wie sie die Elfen nennen. Der Tod von Nuriel hatte auf Simia und Aldarin sehr unterschiedliche Wirkungen. Aldarin zog sich, nachdem er die Leiche gesehen hatte, tief erschüttert in Madayas Traum zurück und suchte vorerst nicht weiter nach Simia. Simia hingegen sann nach Nuriels Tod auf Rache, und so erklärte er die Fialgrae zum ewigen Feind der Feye. Zuvor waren Simia und sein Gefolge auch schon auf Goblins, auf Gobiane, gestoßen. Und sie reagierten auf sie wie Kinder, die einen großen Käfer entdeckt haben. Sie waren zugleich fasziniert und abgestoßen von ihrer Hässlichkeit. Und als ein bedauernswerter Goblin aus Angst mit seinem angespitzten Stock nach Simia stieß, reagierten die Astar völlig über. Das Buch Lemiran beschreibt, wie Lemiran den Goblin auf seinem eigenen Stock aufspießte. Weiter heißt es: Da erhob auch Orima ihre Stimme und sang von Flucht und Verhehlung. Simia sang von Verteidigung und Schutz und Lariel sang von Wind und Sturm. Uneins waren sich die Feye darüber, wie sie dieser Bedrohung begegnen sollten. Da ächzten die Elemente im Tal am Fuße des Van Tau, als der Wille der alten Elfen mit solcher Macht an ihnen zerrte. Und ins Ächzen der Elemente mischten sich die Schreie der Rotstruppigen, die vom Licht Simias geblendet, vom Sturm Lariels zerschmettert, vom Nebel Orimas verwirrt und vom Zerzer Lemirans vernichtet wurden. Und so war Krieg zwischen den Elfen und den Wildhaarigen. Obwohl sich neben Orima auch Nuriel, Amael, Shayatariel und Lorian für eine friedliche Lösung aussprachen. Lemiran,
Lariel, Panlariel, Ioandra und Iantana, aber wollten die Wildhaarigen vernichten und schließlich willigte sie mir ein. Viele dieser Namen kennt man auch aus anderen Kontexten. Lariel zum Beispiel wurde später zum Stammvater der Steppenelfen. Und sein Jagdhorn ruft Nuyanna, die Nebelbringerin, einen der 12 Winde. Panlariel, nicht zu verwechseln mit der Fee Pandlariel, begründete Mandalia, die elementare Stadt des Feuers, die mitten im Neunaugensee liegt. Und Lorian ist verantwortlich dafür, dass das Wasser des Lorsol, der durch die Salamandersteine fließt, zauberkräftig ist. Ich werde hier aber nur noch auf 2 Sternenträger näher eingehen. Und zwar auf Orima und auf Fenvarien, der damals allerdings noch nicht dabei war. Denn Fenvarien ist kein Astar, sondern ein Fenvar. Die Elfen hatten in ungefähr 12.000 Jahren genau 3 Könige. Simia, Orima und Fenvarien. Und zumindest die letzten beiden dürften in der Sternenträgerkampagne nochmal relevant werden. Im Zuge der Kriege gegen die Orks und Goblins rief sich Simia irgendwann zum König aus. Und die meisten der Astar folgten ihm. Die Zahl der Orks und Goblins aber nahm kein Ende, denn sie vermehrten sich, die Astar aber nicht. Denn sie lagen zwar damals schon beieinander, aber als Wesen des Lichtes kannten sie keine Fortpflanzung. Das änderte sich in dem Moment, wo sich ihnen die Fruchtbarkeitsgöttin Nurti offenbarte und die Astar begannen, sie anzubeten. Nurti übergab Simia den Sternenstein als Zeichen ihrer Gunst und Orima mit dem Sternenmal, die man später Orima verkündet die Wahrheit nannte, gebar Simia eine Tochter namens Vajadona, kündet das Nurdra. Vajadona war damit die erste Elfe, die in die Wirklichkeit geboren wurde und damit die erste Fenvar, also die erste Hochelfe. Fast alle Sternenträger begründeten eigene Stämme von Fenvar und nannten sich nach ihren Kindern fortan selbst Fenvar. Orimas Tochter Vajadona aber starb in der Sternenfeuer-Sommernacht, in der Schlacht gegen die Orks. Und das ist ein Ereignis, das sehr weitreichende Konsequenzen haben sollte. Denn die Fenvar hatten bekanntlich nicht nur Probleme mit Orks und Goblins, sondern auch mit dem Namenlosen. Und so kam es, circa 5000 vor Bosporans Fall, irgendwo im heutigen Bornland zur entscheidenden Schlacht gegen die Horden des Namenlosen. Viele Fenvar starben, aber schließlich gelang es einem jungen Sternenträger, namens Fenvarien vom Licht gestreift, das Dämonenross Gonchmur mit einem Friedenslied zu zähmen, sodass der Heerführer des Namenlosen, Maruk Metai, gezwungen war, sich Simia im Zweikampf zu stellen. Simia fiel, doch die Elfen gewannen die Schlacht unter enormen Verlusten und Orima wurde Königin der Fenvar. Ob sie eine gute Königin war? Naja, sie war sicherlich eine weise Königin, aber sie machte auch Fehler. So erschuf sie zum Beispiel zusammen mit Pyrdakor, Scharcha und Padona. Was dumm war? Aber auch irgendwie verständlich. Padona war für die Fenvar bekanntlich der Anfang vom Ende und ist bis heute die Nemesis der Elfen. Doch Padona war gewissermaßen Orimas Versuch, ihre Tochter wieder ins Leben zu rufen. Als das fehlschlug und letztlich zum Fall des Himmelsturms führte, wandte sich Orima zunehmend von der Welt ab. Das heißt, sie opferte ihr Augenlicht, um das Licht aller Welten zu sehen und erlangte die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Circa 4200 vor Bosporans Fall segelte sie schließlich auf ihrem Sphärenschiff Rilmandra davon und wurde entrückt. Die Fenvar verehrten sie danach als Schicksalsgöttin.
Denn nichts anderes bedeutet der Name Urima auf Istira. Schicksal. Also die klassische Darstellung von Urima ist mit Augenbinde, Füllhorn und Schwert. Eine Göttin, die zufällig Glück und Leid unter den Geschöpfen der Welt verteilt. Ein bisschen so wie unsere irdische Darstellung der Justitia. Wobei Justitia natürlich nicht willkürlich urteilt, sondern nur ohne Ansehen der Person. Urima werden zwei bedeutende Artefakte zugeordnet, und zwar das Schwert Selflanatil oder auch Silberflamme, das verletzend gegen Kreaturen und Anhänger des Namenlosen wirkt, und das Füllhorn Largalahen, das aus Alicorn besteht und Astralenergie aus der Umgebung speichern kann. Beide kämpfen aus der Phileason-Saga. Nach Urimas Entrückung wurde Fenvarien König und herrscht bis heute auf den Inseln im Nebel, die man ebenfalls in der Phileason-Saga besucht und die wohl auch in der Sternenträger-Kampagne wieder eine gewisse Rolle spielen werden. Wenn man irgendwo als Spielercharakter noch einen lebenden Sternenträger treffen kann, dann auf den Inseln im Nebel. Also ein Blick auf das Wiki zeigt, dass da aktuell bei Weitem die meisten Sternenträger noch sitzen. Aber vereinzelt streifen sie auch noch durch die Wälder Aventuriens. Simias geliebter Aldarin zum Beispiel führte noch vor wenigen Jahrzehnten eine Schar Waldelfen in der Schlacht am Lor Sol gegen die Orks. In der Sternenträgerkampagne lernt man die Sternenträgerin Amalaya kennen. Und auch heute noch kann es geschehen, dass den Elfen ein Kind geboren wird, das das Sternenmal auf der Schulter trägt und zu großem Ausersehen ist. Von wem auch immer. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich habe natürlich einiges ausgelassen, um dem Thema dieses Videos einigermaßen treu zu bleiben. Aber ich denke darüber nach, noch ein weiteres Video zu machen, wo es um die Elfen, die Götter und den Namenlosen gehen soll. Mal sehen, ob das was wird. Sanya Salah.